Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir sammeln jetzt hier Ballen ein. Und dann werden wir ja nochmal einen Schwadder nehmen, wahrscheinlich, um hier den Rest zusammenzukratzen. Sammeln heißt U. Und dann schauen wir mal, was wir noch alles dann hier machen können. Die meisten Dings da vorbereiten. Fahrzeuge zusammenstellen. Und schon mal auf Feld Nummer 3 beginnen mit Maishäckseln. Also eine Freude. Aber die Felder sind hier ein bisschen kleiner. Wird nicht so lange dauern. Thüringen ist auch ein Ende zu sehen. Aber gut. Bei der Größe ist das alles ein bisschen. Dauert halt länger, ne? Ist halt eine Vierfach, ne? Und keine Einfach. Auch hier habe ich vor, auf Maisfelder wahrscheinlich Gras zu machen. Und auf Gras kommt erstmal Dings rein. Was anderes, Getreide oder sowas. Ich kann ja auch Feld 1 und Feld 14, wo Raps drauf war, Mais machen. Ist dichter an einer BGH und hier wollte ich mal sehen. Mal schauen. Ja, es ist ziemlich dunkel hier im Norden, aber es sollte nun bald hell werden. Mittlerweile ist ja schon 4 Uhr 23, fast halb 5. Ja, und dann ist es ja. Dann werden wir sehen, wo wir noch an Ballen zu stehen haben. Ein paar werden es noch sein. Sollten ja mindestens 3-4 Ladungen LKW noch kommen. Mindestens 3. Dann ist ja dunkel hier, wie eine Höhle. So, wo Sonne, wir fahren Richtung Westen. Das ist später Sommer nochmal. Ja, später Sommer, ja. Das ist August, September. Ja, da wird schon ein bisschen später hell. Diese Ballensucherei ist ja auch nicht nett, ne? Ah, da wird schon heller. Jo, jetzt wird es auch langsam sicher. Jetzt kann man die Konturen schon erkennen. Ja, jetzt steigt die Sonne, geht auf. Ja, herrlich. Oh, jetzt sieht man schon ein paar mehr Ballen. Super! Um 6 Uhr geht, wie gesagt, normal weiter mit der Geschwindigkeit. Und unser Freund macht die letzte Runde. Dann können wir nachher irgendwann mal. Ja, das passt schon. Jetzt können wir auch normal gehen. Gleich.
Gehen wieder auf 5 runter. Das ist ja hell. Ja, Z. Bisher sind es 4 Ladungen. Ja, sollten noch mindestens 3 oder 4 kommen. Die Menge so sehe. Wenn wir noch mal einen Schwatter nehmen und ein bisschen zusammenpressen, das zusammensuchen und dann sollte es ein paar mehr werden. So. Fangen wir hier in der Ecke an. Einen Baum will ich nicht haben. So, jetzt können wir ein bisschen dichter rangehen. Oh, wir müssen, ach ja, wir haben schon gemacht. So. Ich neige mir ganz gerne von weiter ab, von weiter weg zu schauen. Aber dann hört man kein LKW, ne? Ja. Wahrscheinlich können wir ein Feld zu Körnermais nehmen und ein Feld zu Silage. Aber erstmal abwarten, weil die Silage lässt sich einfach zu viel Geld verdienen. Und von daher direkt eher zur Silage, macht aber viel Arbeit, ne? Und viel, es kostet viel Zeit. Aber mal schauen, ne? Und vor allen Dingen, ne, gut, anfangs muss ich alleine fahren, weil ja die Ränder, ja, müssen wir sehen. Wo genau genommen haben wir ja in Thüringen schon genug Silage gemacht. Aber ich habe für einen versprochen, hier auch eine Maisaktion zu machen. Das ist ja schon eine Weile her. Da war das noch nicht gewachsen. Da stand man noch nicht deren, ob es überhaupt wächst. Und ich habe damals die Zusage gemacht, wenn das Mais wächst, ja, dann machen wir hier Silage. Und die Zusage will ich mir gerne halten. Also ein Feld machen wir garantiert. Die 3 liegt ja nicht dicht am Hof. Aber die 19 ist auch nicht schlecht. Die ist eigentlich für ein Abfahren besser geeignet, weil es größer. Durch die Größe ist die Gefahr, dass sie in den Gram reinfahren, etwas geringer. Aber mal schauen. Wir machen mal eins fertig, das ist die 19, also die 36, die ganzen Wald erstmal schön gesammelt sind und dann geht bei nochmal schwatten, das macht er alleine, da braucht nicht dabei sein und vor allen Dingen am Rand, vielleicht gehe ich auch nur am Rand schwatten, weil in der Mitte ist ja fast nichts, wir haben ja hier ein bisschen was zu liegen, vielleicht mache ich auch manuell, dass wir die Bahn nachziehen in der Mitte. Aber ich so sehe, so viel ist ja gar nicht mal, ne? Ne, so viel liegt echt nicht. Hier ein bisschen, ja. Hier ist ein Heuballen bei. Ah, das macht nichts. Ein Heuballen nicht so drin schlimm. Das nehmen die Kühe auch ganz gerne. Obwohl der BGH ist eigentlich egal. Pünktlich um 6 Uhr kommen die Vögel. Aber ob das Ding viel Geld bringt, ist die andere Frage, ne? Können wir nicht nachweisen, wenn deswegen die BGH nicht einen Tag jetzt ist nur Heu, denke ich mal.
Gut, Heu werden wir nicht sampressen und suchen. Es gibt der Rest Heuballen. Hätten wir nachts nicht auf 30 arbeiten dürfen, na gut, okay. Aber das ist halt sautrocken hier im Norden, ne? Das genaue Gegenteil von Thüringen. Da ist nur Regen angesagt. Da bin ich schon im Grunde froh, dass wir Hafer, ja, nur Heu, Hafer und Dings gekriegt haben. Reichlich. An der Ernte. Den mal gleich nehmen. Den linken. Also die Hafer und Weizen und na, Gerste habe angefangen. In Thüringen. Müsste hierher fahren, ne? Lassen. Per Zug. Ich habe gerade so ein Zugspiel entwickelt, aber das ist hier für Let's Play, ist das damit nicht so geeignet. Nur Züge fahren. Gut, bauen, ja, Gleise bauen und so, ja, aber dann muss ich nur Züge fahren und Geld verdienen, ne? Also. So, da sind wir. Schönes Heu. So, da haben wir gut viel Heu, ne? Na, Heu machen wir jetzt nicht hier. Dann schauen wir, was wir einsehen können. Beziehungsweise wir werden warten, bis nochmal eine Maat kommt, also eine, wo mal Gras wächst. Vielleicht können wir nochmal mähen. Müsste alle nochmal, jetzt haben wir Sommer, müsste nochmal Herbst nochmal einmal zumindest ein Reifegrad kommen. Müsste. Aber ob es kommt. Ah, jetzt pressen wir noch Heu, ne? Lange getrödelt. Na ja, gut. Das große Feld doch mit drei Fahrzeugen arbeiten können. Also die nachts mit 30, das ist dann für sowas eigentlich mal ungünstig. Und ich habe eher geglaubt, dass nachts das nicht trocken wird. Das ist eher unüblich. Dann können wir den letzten Ballen gleich zum Mischer rückfahren und da abladen. Hoffe, die Musik ist laut genug. Aber ich gut zu hören bin, mit Maschinen, die hört man schlecht. Weil ich zu weit weg bin. Tja, dann werden wir dann gleich einen losschicken zum Düngen. Düngen kann nicht zum Schaden sein. Ja. Der Junge ist fertig. Ich auch gleich. Den letzten Ballen wegholen. Sind ja nicht mehr viele. Ja, mit 90 und Acker, ne? Ja gut. Ist theoretisch machbar. Aber in der Natur wären so viele Schlaglöcher, glaube ich. Da hinten müssten Heuballen sein.
Und die werde ich mir extra nehmen. Da ist noch eine. Ein bisschen mehr hochzoomen. Ja, das sind noch Heuballen. Die machen wir extra und fahren jetzt im Hof. Halt! Die wollen noch mitnehmen. Das sieht nach wenig Ballen aus, aber einige sind bei 10.000 Liter. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht. Da ist ein Heuballen dabei, das macht nichts. Aber den Rest nehmen wir gleich runter. Aufladen aktivieren und mal schnell aufladen. Und dann ist das Feld auch erledigt. Den Rest, naja gut. Das lohnt sich eigentlich nicht hier. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr, aber das lohnt sich im Grunde nicht, hier nachzuschwatten. Nochmal die ganzen Fahrzeuge fahren zu lassen, da hast du mehr Kosten. fürs Lohn, wo Lohn nicht abgezogen wird, aber die Betriebskosten hast trotzdem. Zumal wir genug Heu haben. So, ich denke mal, die Bahn ist erledigt. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ja. Übertreib's nicht. Ciao, ciao und bleibt sauber. So, 6 Ballen. Tschüss.